Prima Reaktion, ja. Aber da muss immer noch was weg. Ja, ja, ich gebe mir alle Mühe, ich schaff's einfach nicht. Ja, dann lass es doch. Du, ein Mann in deinem Alter. Was heißt in meinem Alter? Ja, der muss nicht immer der Größte sein. Wer will denn hier der Größte sein? Zerbrich du dir nicht deinen Kopf über meine Probleme. Dein Typ wird verlangt. Von wem? Von der Dame auf einer Müllhalde. Danke. Die Abzüge gleich zu mir ins Büro. Schröder bringt sie weg, wenn alles fertig ist. Schwer zu ertragen, was? Ja, glaub mir mal, es ist abgebrüht, aber so ein Anblick schafft er immer wieder. Das Mädchen ist aus kürzester Entfernung erschossen worden. Die Tatwaffe war mit aller Wahrscheinlichkeit ein 9mm Revolver. Das Gesicht ist nach dem gewaltsamen Tod durch Säure zerstört worden. Sonst irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, sie ist mal operiert worden, Blinddarm. Und einen Beinbruch hat sie auch gehabt, der etwa 3 Jahre zurückliegt. Das wäre alles. Wir haben uns alle Vermisstenmeldungen durchgehen lassen. Eine alte Frau, 2 Kinder, ein Mann. Kein junges Mädchen dabei, das man auf einen Müllhalde geworfen hat. Was gibt's denn, Bubi? Dr. Schöne ist da. Aha. Taucht denn die Pfeife eigentlich noch was? Ja, wieso, Chef? Na, den letzten Prozess haben wir doch verloren. Ja, aber er sagt, es liegt nicht an ihm, unsere Zeugen wären umgefallen. Zeugen, Zeugen, Zeugen. Warum hat er nicht gesagt, dass er Schwierigkeiten hat? Die hätten wir ihm doch aus dem Weg geräumt. Tag, Doktor. Tag, Herr Malenka. Hat die nichts zu trinken gegeben? Warum gibst du ihm nichts? Er wollte nichts. Na, dann hau ab. Ach, Sie wollten nichts? Sie saufen doch sonst den Whisky wie Wasser. Was ist denn los mit denen? Ich hatte keine Lust. Sie wollten ja, dass ich Hals über Kopf das Büro verlasse und hierher komme. Na, und warum wohl? Eine Anzeige habe ich gekriegt. Im Fotostudio würden wir eine 14-Jährige beschäftigen. Ausgeschlossen? Sie sind mein Rechtsanwalt. Sie sollen mir den Ärger vom Halse halten. Dafür werden Sie bezahlt. Und wenn Sie das nicht können, verzichte ich auf Ihre Dienste. Lassen wir doch die Personalausweise von den Mädchen immer vorlegen. Personalausweis? Dazu brauche ich doch keinen Personalausweis. Dazu genügen doch meine Augen. Also kommen Sie mit. Ich bin gleich wieder in 2 Stunden zurück, falls was los sein soll. Okay, Chef. Der Mietvertrag für das Maribu läuft ab. Dann werden wir ihn eben verlängern. Die Leute wollen nicht verlängern. Nicht zu den alten Bedingungen. Bedingungen stelle ich und nicht diese Penner. Ja? Moment bitte. Malenke? Ja, ich komme bei euch vorbei. Ich mache heute meine Tour. Und das sage ich dir gleich, Sherman. Wenn ich eine 14-Jährige entdecke, liegen deine Papiere auf der Treppe. Sagen Sie mal, kann ich nicht noch was ausziehen? Ganz nackt ist nicht erlaubt. Ja, wieso nicht? Draußen an Ihrem Bumsladen steht Aktfotos. Dafür habe ich bezahlt. Was bekleidet ist, bleibt bekleidet, sonst verlieren wir die Konzession. Hallo, Chef. Da. Hast gut besucht, Herr Laden, was, Doktor? Aber alle wollen es ein bisschen schärfer. Unterhalte dich mit Dr. Schöne, dazu haben wir nachher. Wo ist die 14-Jährige? Gleich rausgeschmissen. Dein Glück. Haben diese Provinzonkels überhaupt Filme drin?
Na, Chef, wie gefällt Ihnen der Laden? Ihre Idee hat eingeschlagen. Das mit der 14-Jährigen passiert mir nicht nochmal. Panne, Chef. Man kann sie wirklich nicht mehr auseinanderhalten, die Jungen von den Ganzen. Wenn das nochmal vorkommt, schließe ich dir den Laden, Schirmer. Ich brauch sie nicht mehr, Doktor. Komm, Bubi, setz dich. Orangensaft, Orangensaft. Was wollte er denn von dir? Ich hab dich was gefragt. Kann ich mal ein Glas Wasser haben? Ich hab immer Angst, wenn er anruft. Komm mal rüber, Doktor. Bist du fix, wenn ich bitten darf? Du und dies, du und jenes. Es war wegen einer 14-Jährigen. Jemand hat eine Anzeige gemacht. Ich würde mir deswegen keine Gedanken machen. Keine Gedanken? Halte du mal eine Anzeige auf, wenn sie dem Staatsanwalt bereits auf den Tisch flattert. Ich sage Ihnen doch, Sie sind hier ganz falsch. Gehen Sie morgen früh zum zuständigen Polizeirevier, dort melden Sie sich und geben eine Vermisstenanzeige auf. Ja, aber welches Polizeirevier ist es denn? Da, wo Ihre Tochter gemeldet ist. Wo wohnt sie denn? Seit wann wird sie vermisst? Wer wird vermisst? Seine Tochter, 19 Jahre, hat seit 4 Wochen nicht mehr geschrieben. Ja, vielleicht ist sie verreist. Nein, das hätte sie mir geschrieben. Sie schreibt jede Woche. Was macht sie denn? Ich meine beruflich. Sie ist Künstlerin. Oh, Künstlerin. Und was für eine Art Sie arbeitet als Modell. Als Modell? Ja. Kommen Sie mit. Ja, bitte. Bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Seit einem Monat haben Sie nichts von Ihrer Tochter gehört. Warum kommen Sie denn erst jetzt, Herr... Rothe. Aha. Josef Rothe, aus Erlangen. Wissen Sie, es ist wegen meiner Rente. Ich kriege meine Rente immer erst nach dem 1. Waren Sie in Erlangen schon bei der Polizei? Nein. Warum? Meine Tochter wohnt doch in München. Mhm. Was für eine Haarfarbe hat Ihre Tochter? Was für eine Haarfarbe? Ja. Blond. Sagen Sie, ist Ihre Tochter einmal operiert worden? Ja, am Blinddarm. Hat sie sich mal das Bein gebrochen? Ja. Vor 3 Jahren. Beim Skilaufen. Sie kennen sie? Oh, nein, nein, ich... Sehen Sie, Herr Rothe, wir haben ein Mädchen hier, das... Es tut mir sehr leid. Aber vielleicht können Sie diese Tote identifizieren. Platte, das wird ja nicht von dir verlangt. Nimm die mal weg, die ist ja wieder betrunken. Komm, schleichen, Mutter. Störe ich jemanden? Tut es jemanden komm, weh? Halt die Klappe. Ach, komm, wenn mit. Ich trinke, dann ist das meine Sache. Bezahle ich meinen Schnaps vielleicht nicht? Scheißkerle. Gottverdammte Scheißkerle. Ich stöße mit Trieb und das verträgt er nicht. Warum trinkst du eigentlich so viel? Das ist meine Sache. Das ist verdammt nochmal meine Sache! Du Mistvieh! Ja, sie wohnt hier, aber sie ist nicht da. Die ist seit 4 Wochen verreist oder sowas. Dürfen wir mal reinkommen? Wer sind Sie denn eigentlich? Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Was wollen Sie denn hier? Das ist der Vater von Anni Rothe. Guten Tag.
Können wir uns mal das Zimmer ansehen, das sie bewohnt hat? Warum nicht? Kommen Sie. Was sagen Sie da? Tot? Ja, wieso denn tot? Was ist denn passiert? Sie ist ermordet worden. Ach nee. Seit 4 Wochen ist Ihre Untermieterin verschwunden und Sie machen sich keine Sorgen. Hören Sie mal, ich mache mir grundsätzlich um andere Leute keine Sorgen. Das ist ein junges Mädchen. Eine von der Sorte, die nicht unbedingt sesshaft ist. Die das Abenteuer sucht, die neugierig ist, neugierig auf das Leben. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich gebe mir Mühe. Hat jemand die Miete für Sie bezahlt? Miete? Vor einer Woche war die erste. Nein, Miete hat keiner gezahlt. Dann will ich Ihnen sagen, was bei Ihnen normal wäre. Dass Sie hier alles zusammengepackt und vor die Tür gestellt hätten. Warum haben Sie es nicht getan? Hat jemand zu Ihnen gesagt, Mund halten? Keine Anzeige erstatten, den Vater nicht verständigen? Wer sollte das denn tun? Das wollen wir ja von Ihnen hören. Wohnt da noch jemand? Wie heißt der Mann? Rieke. Vorname? Maria. Maria? Ja, ich kann es leider nicht ändern. Er heißt Maria. Karl Maria Rieke. Was macht denn Maria beruflich? Er ist so eine Art Geschäftsführer. Wo denn? In der Mona Lisa Bar. Ach du dicker Vater. War er mit Annie Rothe liiert? Hören Sie mal, in meiner Wohnung wird nicht gebumst, wenn Sie das meinen. Aber es muss doch eine Verbindung geben zwischen dem Rieke und der Annie Rothe. Warum muss es das? Weil die beiden jung sind, weil sie Tür an Tür wohnen, weil sie sich täglich begegnet sind, weil sie etwas gemerkt haben müssen. Weil. Nichts habe ich gemerkt, gar nichts habe ich gemerkt. Ich sagte doch schon... Sie machen sich um andere Leute keine Sorgen, ich weiß. Na, hoffentlich kapieren Sie das endlich. Gehen Sie an die Tür. Vor wem haben Sie denn Angst? Vor wem? Vor niemandem. Ihr habt eine Schießerei gehabt? Ja. Wenn die Kollegen kommen, nehmt die Geschosse raus. Hier im Schrank ist eins und draußen im Gelände. Durchsucht die Wohnung hier, speziell dieses Zimmer. Ich bin überzeugt, die Dame des Hauses wird keine Schwierigkeiten machen. Was wollen Sie denn noch hier? Entschuldigen Sie, ach, bitte, Mann, aber... lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nichts damit zu tun haben. Es wird am besten seine Route. Sie fahren wieder nach Hause. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, ja? Moment. Weber? Ja? Bring Herrn Rothe zum Bahnhof. Sorg dafür, dass er einen richtigen Zug bekommt. Wird gemacht. Wo geht ihr hin? Zur Mona Lisa. Kaffee trinken. Ich kenne den Laden. Das sind meistens Nutten. Oder solche, die es werden wollen. Da hinten geht's zu dem Fotostudio. Tag, meine Herren. Was darf sein? Bei Ihnen ist ein gewisser Rieke als Kellner angestellt. Ja, warum fragen Sie? Repo? Kennen Sie gar nicht. Sie kennen nur die Sitte. Wir sind Mordkommission. Was wollen Sie denn von Rieke? Haben Sie eine Ahnung, wo er ist? Walter, weißt du, wo Rieke ist? Er hat gerade telefoniert. Was, der ist hier? Ja, er kam vor ein paar Minuten. Er ist nach unten gegangen, ins Kellnerzimmer. Ich nehme an, er will sich umziehen. Ich bin sicher, Sie zeigen uns, wo das ist. Bitte? Komm, Jan. Holte! Rieke! Kommen Sie raus, mit da unten hin! Kriminalpolizei, wir wissen, dass Sie da sind. Eingeschlossen. Er hat sich doch nicht eingeschlossen, er wurde eingeschlossen. Wo ist sein Revolver? Sein was? Er spielt hier nicht den Doofen. Sie haben ganz genau verstanden, was ich Sie gefragt habe. Na schön, ich weiß nicht, wo er ist. Genügt das? Wann hat er telefoniert? Vor ein paar Minuten. Er ist dann gleich runtergegangen. Haben Sie jemanden aus dem Keller kommen sehen? Nein, niemand. Den Schuss haben Sie natürlich auch nicht gehört. Nein!
hier noch einen anderen Ausgang. Ja, zum Hof. Wo geht's dahin? Auch zum Hof. Du, da ist einer besonders eilig. Ruf unsere Leute ein, sie bleiben hier. Was wollen Sie? Kriminalpolizei. Bitte würden Sie mir sagen, wer Sie sind? Mein Name ist Dr. Schön, ich bin Rechtsanwalt. Sie sind doch über den Hof gekommen. Haben Sie jemanden aus dem Keller herauslaufen sehen? Nein. Wo kommen Sie her? Aus meiner Kanzlei, die ist hier im Haus. Bitte kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Ja, gern. Danke. Ist was passiert? Ja, in der Mona Lisa ist ein Kellner ermordet worden. Und da kann ich dann fahren. Ja, natürlich, bitte. Kennen Sie Dr. Schöne? Den Rechtsanwalt? Seine Kanzlei ist hier im Haus. Warum fragen Sie? Kommen unsere Leute. Ich bin unterwegs. Ja. Bleib hier unten, bis Schröder kommt. Ich bin oben im Lokal. Kommen Sie. Kein Wort. Zu niemandem. Ist klar, nicht? Mir aus der Seele gesprochen. Ich möchte so schnell wie möglich vergessen, dass da unten eine Leiche liegt. Ja, bei Rubens. Neues Lokal? Wo ist denn das? Staatsgalerie. Ah. Ihre Leute sind gekommen, sind unten. Hören Sie, man muss das sein, dass Polizeiautos vor der Eingangstür stehen. Warum sind die nicht auf den Hof gefahren? Habe ich eine Leiche im Keller oder Sie? Kommen Sie mal her. Irgendetwas fragen wollen nach dem Toten. Sinnlos. Der Mann war bei mir Kellner. Ich weiß nicht, wie er. Geht Ihnen ganz schön an die Nieren, was? Ach. Kennen Sie das Mädchen? Hübsch. Soll ich Sie engagieren? Ja. Ich glaube kaum, dass eine Leiche hier Erfolg hätte. Soll das ein Witz sein? Wenn ich einen Witz mache, dann sage ich es vorher. Sie ist tot. Rot? Ja, ganz tot. Sie heißt Annie Rothe. So. Und jetzt frage ich Sie noch einmal. Kennen Sie das Mädchen? Kann sein, kann nicht sein. Hier verkehren viele. Ich kann mir nicht jedes Gesicht merken. Im selben Haus, in derselben Wohnung wohnt Ihr Kellner Reke. Kann sein, dass er gehört hat, was wir dort wollten. Jedenfalls flüchtete er und schoss auf meinen Kollegen. Er schoss? Ja, der schoss. Und dann hatte er nichts Eiligeres zu tun, als hierher zu kommen. Warum kam er hierher? Bei wem sucht er Hilfe? Mit wem hat er telefoniert? Alles Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich verstehe. Wem gehört der Laden hier? Ihnen? Ich bin nur der Pächter. Also wem? Malenke. Ach, das ist ein Malenke-Laden. Wenn Sie glauben, dass Malenke was damit zu tun hat, dann liegen Sie falsch. Und wie lege ich richtig? Was? Was zahlt er Ihnen denn dafür? Für was? Dass Sie so nett über ihn reden. Ist Dr. Schöne auch ab und zu in dem Lokal? Das ist mein Rechtsanwalt, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Nein, Sie haben gesagt, er hat seine Kanzlei hier im Haus. Nicht, dass er hier Rechtsanwalt ist. Ist er auch der Anwalt von Malenke? Ja, und damit auch meiner. Ein einziger Messerstich mitten ins Herz. Irgendwas gefunden? Ein paar Schriftsachen. Briefe, Notizen. Müssen wir alles ganz genau durchsehen. Frag die Mädchen hier. Ich möchte wetten, dass irgendjemand die hier schon gesehen hat. Ja, was machst du? Geh eine Treppe höher. Das ist gut. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich kam so aufs Geratewohl. Na, ich wusste ja, dass Sie weggefahren waren. Zu Besuch bei einem Klienten. Kann ich reinkommen? Bitte sehr. Danke sehr. Ich habe noch Besuch bekommen. Ich gehe sofort. Nein, gehen Sie noch nicht weg. Warten Sie auf mich. Ich habe noch etwas zu diktieren. Ja, Herr Doktor. Guten Tag. Guten Tag.
Bitte. Danke. Also, was wollen Sie von mir? Kann ich Ihnen helfen? Sie waren bei einem Klienten? Ja, ganz kurz. Können Sie mir sagen, wer es ist? Warum soll ich Ihnen das sagen? Außerdem, ich traf ihn nicht an. Na schon gut, war ja auch nur eine Frage. Tja, der Mörder des Kellners muss über den Hof geflüchtet sein. Eigentlich müssten Sie ihn gesehen haben. Ich habe niemanden gesehen. Das ist eine klare Aussage, die ich mache, und es ist die einzige. Sie haben sie umgezogen, Doktor. Umgezogen? Wie meinen Sie? Naja, ich meine, Sie tragen jetzt einen anderen Anzug als vorher, wie Sie wegfuhren. Nein, wie kommen Sie darauf? Ich trage keinen anderen Anzug. Wie heißt Ihre Angestellte? Frau Kissler. Darf ich Frau Kissler etwas fragen? Ich wüsste nicht, was Frau... Aber bitte. Frau Kissler, hat Dr. Schöne in den letzten 2 Stunden seinen Anzug gewechselt? Den Anzug gewechselt? Ja, ja. Nein. Nein? Oh, schon gut. Also ich hätte fast geschworen, dass Sie noch vor einer Stunde einen anderen Anzug getragen haben. Ich sagte schon, dass Sie sich irren. Entschuldigung. Ich muss doch mal zum Augenarzt gehen. Wiedersehen. Danke. Wie konntest du diesen Fehler machen? Du hättest den Anzug nie wechseln dürfen. Ich bin der Sache nicht gewachsen. Absolut nicht. Willst du sterben? Das ist Annie. Annie Rothe. Was ist mit dir? Wird sie gesucht? Sind Sie Polizei? Ja. Also Annie Rothe hat hier verkehrt. Fast jeden Tag, aber... Seit 4 Wochen nicht mehr. Nein. Keiner weiß, wo sie ist. Doch. Wir wissen es inzwischen. Sie ist tot. Tot? Haben Sie gesagt, tot? Ja, ermordet. Wann hat sie gefunden? Wo? In einem Koffer auf einer Müllhalde. Wie gut kannten Sie Annie Rothe? Wie gut, wie gut. So gut, dass ich heulen möchte, wenn ich nicht so besoffen wäre. Und wer sind Sie? Wie heißen Sie? Gerti Hager. Haben Sie eine Mutter, die Zimmer vermietet? Ja. Die auch an Annie Roth ein Zimmer vermietet hat? Ja. Wohnen Sie auch da? Nein. Ja, nein, ist das alles, was Sie auf meine Fragen antworten können. Sie kennen doch Reke. Natürlich, ist der Kellner hier. Der war's. Hat auch bei Ihrer Mutter gewohnt. Ist doch egal, wer bei ihr wohnt. Ja, was wissen Sie von der Annie Rothe? Nichts. Glauben Sie, ich will auch auf der Müllhalde landen? Hauen Sie doch ab, Mann, und fragen Sie, wen Sie wollen. Lassen Sie sich deswegen volllaufen. Ist doch meine Sache, wenn ich mich volllaufen lasse, verstehen Sie? Ist eine Privatsache, die Sie gar nichts angeht, Mann. Na, was rausbekommen? Kennt jemand das Mädchen? Ja, sie war sogar Stammgast hier. Aber weißt du, wen wir hier vor uns haben? Ich bin sicher, du sagst es mir. Die Tochter von Frau Hager. Ach, und was sagt sie? Ja, nicht viel. Wollen wir sie mitnehmen? Nein, sag ihr, sie soll heute Nacht zu uns ins Büro kommen. Aber so, dass es niemand sieht. Die ist ziemlich voll. Die wird sofort nüchtern, wenn du ihr sagst, dass wir sie am Tag abholen, wenn sie nicht freiwillig kommen. Und zwar so, dass es hier jeder sieht. Gib ihm mal das Bild. Na, die grauen Gehirnzellen immer noch eingefroren? Noch keine Ahnung, wer das Mädchen ist? Nein. Haben Sie noch einen Wunsch, bevor Sie gehen? Ja, 2 Bier. Na? Wo die Zeit trinkt? Ja. Wir sind Alkoholiker. Ich nehme an, Sie kennen mich. Ja, ich weiß, Sie sind Oberinspektor Derrick. Ihr Chef zu sprechen? Hätte ich Sie sonst reingelassen? Ja, der Herr Derrick! Einen schönen guten Abend. Freut mich, Sie zu sehen. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Sie trinken Whisky, wenn ich mich recht erinnere. Ich trinke Whisky, ja. Aber nicht in Ihrem Hause. Ist das nicht ein bisschen kleinkariert? Wollen Sie mit mir flirten? Ja, warum eigentlich nicht? Na komm, Bubi.
Dann mach mir doch mal einen Drink. Also, was kann ich für Sie tun? Na, ich nehme an, der Mord an dem Kellner Reke hat sich schon bis zu Ihnen herumgesprochen. Ja, Schiermann hat mich schon angerufen, ist ja mein Pächter. Aber warum sind Sie denn so ironisch? Glauben Sie, mir wäre das angenehm? Die ganze Presse wird doch über mich herfallen. Das Malenke-Lokal. Was soll ich denn machen? Nur komm, verschwinde. Merkst du nicht, dass du störst? Bitte. Sie kennen diesen Reke nicht näher. Na, Sie machen mir Spaß. Soll ich jeden Kellner kennen? Das Mädchen hier kennen Sie auch nicht. Nein. So sah sie vorher aus. Warum zeigen Sie mir diese Bilder? Wer ist dieses Mädchen? Sie verkehrte bis vor 4 Wochen in der Mona Lisa Bar, quasi als freie Mitarbeiterin. Da Schermann sich nicht an Sie erinnern konnte, da wollte ich mal fragen, ob Sie vielleicht... Hören Sie mal zu, Derek. Die Mädchen, die da sitzen, die tun das, was sie tun, auf eigene Gefahr, auf eigene Rechnung und zu ihrem eigenen Vergnügen. Tut mir leid, ich habe das Mädchen nie gesehen. Haben Sie denn sonst noch irgendeinen Wunsch? Sie haben doch einen Rechtsanwalt. Ja, Dr. Schöne. Der Mörder von Reke muss über den Hof geflüchtet sein. Ich kam unmittelbar nach der Tat dorthin und sah Dr. Schöne, wie er mit seinem Wagen gerade den Hof verließ. Ja, das ist ja wunderbar. Da haben Sie ja einen Zeugen. Leider hat er niemanden gesehen. Der Mann ist Jurist. Der weiß, was er sagt. Eben, kann das selber gewesen sein? Das fragen Sie mich? Nun, Sie kennen sicher nicht jeden Kellner, aber Ihren Rechtsanwalt werden Sie doch kennen. Den kenne ich sogar sehr gut. Und darum finde ich diesen Verdacht geradezu lachhaft. Da sehen Sie, haben Sie wenigstens eine Freude. Ich nehme an, Sie haben einen Waffenschein. Natürlich habe ich einen. Wir bekommen hier Drohungen und Anrufe. Ich habe die polizeiliche Erlaubnis, auf dem Grundstück eine Waffe zu tragen. Dann gebe ich Ihnen einen guten Rat, Bubi. Setzen Sie nicht einen Fuß auf die Straße. Ich verhafte Sie sofort. So verstanden, Scheißwolle. Das war für den Scheißbullen. Wenn Sie einen Zeugen brauchen, stehe ich gern zur Verfügung. Ja, danke, Ende. Die Auskünfte über Dr. Schöne sind nicht besonders. Was die Anwaltskammer von ihm hält, das können wir erst morgen früh erfahren. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Naja, ich hab gehört, ja. Er fährt weg, zieht sich um und kommt wieder. Warum? Wo wohnt er überhaupt? Ganz vorne im Harlaking. Ja, ja, Malenke lässt leben und auch sterben. Hier, Bericht vom Labor. Die in der Wohnung Hager entfernten Geschosse aus dem Revolver von Reke sind identisch mit der Waffe, mit der Annie Rothe erschossen wurde. Jetzt bist du dran. Später. Zu Herrn Derek, bitte. Nächste Tür, bitte. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Was heißt denn hier Gott sei Dank? Der hat mir doch gedroht, dass er mich öffentlich abführen lässt, wenn ich nicht freiwillig komme. Ja, also das ist ja wirklich ein starkes Stück, Harry. Wie kommst du nur dazu? Immer diese Eigenmächtigkeiten. Ja, entschuldige. Entschuldige dich bei der Dame. Entschuldigung. Machen Sie mal nicht in Frack. Nehmen Sie Platz, gnädige Frau. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Und dich brauche ich nicht mehr. So, nun fangen wir mal ganz von vorne an. Also, Ihre Freundin Annie Rothe, die bei Ihrer Mutter wohnte, die, mein Gott, ist fast ein Gedicht, also die verschwindet. Ihre Mutter wird doch sicher gesagt haben, wo ist die Annie? Kommt die nicht mehr? Dann haben Sie gesagt, na, frag nicht, kümmere dich um nichts. Und Ihre Mutter wird gesagt haben, wer bezahlt mir denn da die Miete? Dann haben Sie gesagt, pfeif auf die Miete, kümmere dich um nichts. Waren Sie dabei? Nein, aber so ähnlich wird es gewesen sein. Quatsch. Alles Quatsch. Ja, wenn das alles Quatsch ist, dann sagen Sie doch, wie es war. Sie wissen es ja besser. Ihnen sag ich gar nichts. Sie machen mich nervös, Mann. Du machst, dass du rauskommst. Bitte, dann trinke ich eben Schnaps. Kennen Sie Dr. Schöne? Rechtsanwalt. Der Mann hat seine Kanzlei in der Mona Lisa. Was ist mit ihm? Ob Sie ihn kennen, frage ich. Ja, kenne ich. Er kommt ab und zu runter. Und die Mädchen gehen zu ihm rauf, wenn sie Prozesse haben. Kannte Annie Rothe Dr. Schöne? Weiß ich nicht. Nein. Ich sag nichts. Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr.
Wo wohnen Sie? Herwigstraße 4. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, nach Hause zu gehen. Warum? Sie sind ein Zeuge. Der noch nicht geredet hat, aber der morgen schon reden kann. Das heißt, wenn er nicht vorher auf einer Müllhalde landet. Vielleicht wartet vor Ihrer Haustür schon jemand auf Sie. Ich möchte gehen. Bitte. Und vergessen Sie nicht, die echte Mona Lisa, die lächelt heute noch. Sie steht ab sofort unter Polizeischutz. Wird gemacht. Wer ist da? Gerti! Bist du allein? Mach auf! Eine Katze kommt nach Haus, kratzt an der Tür. Mach auf! Der Schreck ist dir wohl in die Glieder gefahren, was? Ja, gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. Gefällt mir, wenn du blass wirst, wenn dir die Knie zittern. Das freut mich sogar. Also, was willst du? Kann ich hier schlafen heute Nacht? Du hast doch genug Betten, wo du schlafen kannst. Warum kommst du zu mir? Wenn du gleich wieder so anfängst. Komm, spinn doch nicht. Du hast Angst, hä? Siehst du das nicht? Ja, danke. Sie ist bei ihrer Mutter. Also nicht nach Hause gegangen. Na, vielleicht hat sie wirklich Angst, dass jemand vor ihrem Haus auf sie wartet. Sie weiß alles. Alles, was wir so gerne wissen möchten, das ist wirklich in Lebensgefahr. Warum verhaften wir sie nicht? Aber... Nee, sie erst mal weg vom Fenster. Damit der Ermittlungsrichter sie morgen wieder laufen lässt? Nein. Wozu? Herwigstraße 4. Ich denke, wir gehen mal da vorbei. Das nächste Haus muss es sein. Wir gehen erst mal dran vorbei. Du die Hausflure, ich sehe mir die Wagen an. Komm. Einer sitzt im Wagen. Was machen wir? Du nimmst den in der Toreinfahrt, ich den im Wagen. Alles klar. Alles klar. Nicht. Was machen Sie hier? Harry! Und jetzt mal schön die Hände hoch, Scheißbulle. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Bubi, ich verhafte Sie sofort, wenn ich Sie mit der Pistole auf der Straße treffe. Alles in Ordnung? Ja. Jetzt bist du dran, mein Junge. Ich rate dir, ganz schnell den Mund aufzumachen. Ach, Mensch, lecken Sie mich doch mal Arsch. Nee, nee, den Gefallen tue ich Ihnen wirklich nicht. Nicht mal zu Weihnachten. Mörderpack da unten! Ihr Schweinhunde hier! Die Polizei ist schon unterwegs! Ja, ist gut, dann brauchen wir nicht mehr anzurufen. Dankeschön. Was ist hier los? Was ist mit dem Mann? Ich habe ihn angeschossen. Ich bin Kriminaloberinspektor Derrick. Fassen Sie mal in meine Jackentasche. Warum soll ich in Ihre Jackentasche fassen? Ich nehme an, wenn ich es tue, werden Sie nervös. Da steckt mein Dienstausweis. Danke. Was ist denn passiert? Das erzähle ich Ihnen später. Schaffen Sie den Mann ins Krankenhaus. Okay. Aber in Handschellen, wenn ich bitten darf.
Was wollen Sie? Malenke sprechen. Aber ich weiß, wie früh es ist. Wenn er schläft, wecken Sie ihn. Schließen Sie das Tor auf. Ihr glaubt wohl, ihr könnt euch alles erlauben. Nicht alles, aber viel. Sie warten unten vorm Haus. Morgen, Derrick. Weiß zwar nicht, warum Sie kommen, aber wenn Sie kommen und dann noch zu so früher Stunde, werden Sie sicher einen Grund haben. Abgekürzt könnte ich auch sagen, Morgenstund hat Gold im Mund. Und einen Haftbefehl. Ach, ein Haftbefehl? Gegen mich? Nein, gegen Bubi, Ihren Privatgorilla. Was hat er denn getan? Wo ist er? Er wohnt doch hier. Der ist ausgegangen. Aber bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Kämmerer und Winkler. Winkler? Auch einer Ihrer Angestellten. Ja, das ist richtig. Die warteten beide heute Nacht vor dem Haus Herwigstraße 4. Und? Sag's ihm, Harry. In diesem Haus wohnt Gerti Hager. Das ist eine Freundin von Annie Rothe. Annie Rothe? Ich habe Ihnen ihr Bild gezeigt. Ach, diese Tote. Ja, die. Was spukt Ihnen denn da im Kopf herum? Was für Zusammenhänge vermuten Sie denn? Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nichts anbiete, aber Sie trinken ja nichts in meinem Haus. Ja, was für eine Erklärung haben Sie denn, dass Ihre Leute nachts vor diesem Haus standen? Keine. Absolut keine. Oh, da ist Besuch. Na komm, verschwinde, merkst du nicht, dass du störst. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch, meine Herren. Besitze ein paar Nachtlokale, betreibe ein paar, ja, unbürgerliche Geschäfte, für die ich dem Staat allerdings eine Menge Steuern zahle. Und schon bin ich der Nachtclubkönig und Beherrscher der Unterwelt. Was ist denn das alles für ein Unsinn? Es gibt einige Leute, die trauen mir tatsächlich alles zu. Ich auch. Nun bleiben Sie mal auf dem Teppich, Derrick. Sie sind auch nicht so ganz ohne. Was meinen Sie denn damit? Was ist denn passiert mit Kämmerer und Winkler? Das wissen Sie doch längst. Jemand zu Schaden gekommen vielleicht? Das Erste, was Kämmerer getan hat, war doch, Sie anzurufen. Oder ein Verletzter? Ja, wenn es nach Winkler gegangen wäre, bestimmt. Also, meine Herren, ob Sie sich die ganze Sache nicht doch zu leicht machen? Man müsste doch auch mal hören, was Kämmerer dazu sagt, nicht? Vielleicht hat sich die Sache ganz anders abgespielt. Ja, ich verstehe. Was verstehen Sie? Dass wir Kämmerer so lange nicht finden, bis Sie mit Ihrem Rechtsanwalt gesprochen haben. Sie begreifen sehr schnell, Derrick. Ja, das habe ich so an mir. Komm. Überlegen Sie gut, aber überlegen Sie nicht zu lange. Denn wenn wir Kämmerer haben, dann möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. So, danke. Ich brauche euch nicht mehr. Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen. Wollen Sie auch zu Herrn Malenke? Nein, nein, wir kommen gerade von ihm. Was ist denn passiert? Er wird es Ihnen erzählen. Ihnen möchte ich einen guten Rat geben. Machen Sie sich nicht zum Handlanger von Mördern. Was wollen Sie von mir? Wollen Sie mich nötigen? Nö, nö, ich will gar nichts. Komm. Hast du eine Ahnung, wo Kämmerer ist? Nicht mal eine Blasse. Vor etwa einer Stunde hat er mich angerufen. Ich gehe erst mal auf Tauchstation, sagte er, und pflege meinen Ischias. Sage mal, denke ich, melde mich wieder. Dann hängt er ein. Wenn dir die Bullen erwischen, sinkt deine ganze Abwehr. Dann können wir uns alle gleich mit aufhängen. Wir müssen ihn finden. Hat er wirklich Ischias gesagt? Ja. Keine Sorge, Chef, dann weiß ich, wo er ist. Ich erledige das. Und Sie hauen jetzt mal kräftig auf den Putz. Sie lassen eine Anzeige los gegen Derrick wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ihr Mandant heißt Winkler.
Für eine Scheiße, was? Das kannst du laut sagen. Mir reicht's für heute. Mir auch. Was hast du denn jetzt vor? Was heißt das, was du vor? Frag mal Lenke, was er vorhat. Wieso? Was er mir zahlt, damit ich die Schnauze halte, damit ich erstmal untertauchen kann. Du willst ihn also erpressen? Aber glatt. Darf man fragen, wie du dich fühlst? Nein. Aber ich sehe dir an, wie du dich fühlst. Na und? Wie fühle ich mich? Du hast nicht geschlafen. Ist dir dein Bett zu Hause nicht mehr gut genug? Ich habe sehr gut geschlafen. Kein Auge hast du zugemacht. Und ich will dir auch sagen, warum. Du hast Angst, dass es dir genauso geht wie der Anni Rothe. Ja! Ja. Mach nicht auf. Lass niemanden rein. Aber ich muss doch nachsehen, wer da ist. Wer ist da? Wer ist da, bitte? Melden Sie sich doch! Ja? Wer spricht denn da? Nein, nicht, wenn Sie mir nicht sagen, wer Sie sind. Für mich? Wer sind Sie? Nein, ich gebe sie Ihnen nicht, wenn Sie mir nicht sagen, wer da spricht. Aufgelegt. Es war ein Mann. Er wollte mir nicht sagen, wer er ist. Na komm, komm deinen Kaffee trinken. Das ist ein Mietshaus, ziemlich viele Wohnungen, da geht alles rein und raus. Wir können das Mädchen da nicht schützen. Sie hat jedenfalls das Haus noch nicht verlassen. Nein, echter Ding hat mich abgelöst. Volles Blut, Chef, man hat Kämmerer gefunden, tot in einem Moorbad. Was? Der Bademeister hat sofort den Unfallarzt angerufen, aber der konnte nur noch den Tod feststellen. Durch Herzversagen. Lass die Leiche sofort beschlagnahmen. Mach ich. Wenn da mal Lenke nicht dran gedreht hat, dann gebe ich sofort meinen Job auf. Und wenn dieses Mädchen nicht die nächste Leiche ist, die Sie uns servieren, gebe ich meinen auf. Hol sie her. Und wenn sie nicht will? Dann nehmen Sie fest, irgendein Grund wird dir noch einfallen. Du bist nervös. Na ja, damit ich es nicht vergesse, Harry hat gesagt, er ist einen Moment weg. Wohin? Sein Geheimnis. Dr. Schöne ist vor 5 Minuten ins Büro gefahren. Ja, aber ich war mit ihm verabredet. Ich soll Ihnen sagen, er ist nur in seinem Büro zu sprechen. Guten Tag.
Was haben Sie denn da abgeholt? Das geht doch Sie nichts an. Kriminalpolizei. Darf ich mal sehen? Passt. Was sind das für Flecken da? Die Flecken da? Keine Ahnung, ich hol die Sachen nur ab. Alles gut, ich nehme den mit. Wiedersehen. Gib die Jacke sofort ins Labor. Lass die Blutgruppe feststellen und dann komm gleich her. Sie sehen nicht aus, als ob Sie eine gute Nacht gehabt hätten. Hm? Na bitte, nehmen Sie Platz. Kommen Sie. Ja. Was wollen Sie von mir? Eine neue Auflage von gestern? Ich weiß nichts. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wie oft wollen Sie es noch von mir hören? Trauen Sie Dr. Schöne einen Mord zu. Dr. Schöne? Ja, Dr. Schöne. Ich weiß es nicht. Ein Mord kann jeder begehen, wenn er verzweifelt genug ist oder wenn er Angst um sein eigenes Leben hat. Weil er zu viel weiß. Hat Dr. Schöne Angst um sein eigenes Leben? Fragen Sie ihn doch. Er hat Angst vor Malenke, so wie Sie auch. Malenke, Malenke, wer ist denn das? Den Namen habe ich noch nie gehört. Was soll das? Ich möchte nur, dass Sie sich an Ihre Freundin erinnern, bevor Sie weiterlügen. Was ist denn? Man hat einen Anzug bei mir gefunden. Den Anzug? Frau Schönberg hat gerade angerufen. Der Mann von der Reinigung war gerade da, als der Polizeibeamte mich sprechen wollte. Ja, hast du denn den Anzug nicht beseitigt? Ich habe keine Chance mehr. Wenn Sie jetzt kommen, dann werde ich alles sagen. Gar nichts mehr zu sagen. Die sollen dir erst mal was beweisen. Wenn Winkler redet, dann wird er sagen, dass ich dabei war, als er Rieke erstochen hat. Womöglich wird er mir den Mord in die Schuhe schieben. Es gibt ja keine Zeugen. Wenn du aussteigen willst, steig aus. Malenke kann dich zu nichts zwingen. Du hast ihn doch in der Hand, nach allem, was du von ihm weißt. Das wäre überhaupt die Chance, diesen Herrn mal an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen. Wie meinst du? Na, frag ihn doch, was ihm dein Schweigen wert ist. Hallo, liebe Frau Kissner, was gibt's denn? Aha. Sagen Sie ihm, wir können doch über alles reden. Nur soll er nicht die Ruhe verlieren, wozu er ja leider neigt. Ja. Am besten, ich sag's ihm selbst, geben Sie mir. Hallo, lieber Doktor. Was sind denn das für dumme Sachen? Das klingt ja nach Erpressung. Ja, warum denn diese Panik? Dazu besteht doch gar kein Grund. Aber. Mit Malenke können Sie doch über alles reden. Annie hat mir alles erzählt. Sie wurde zuerst ausgesucht dafür. Rieke weihte sie ein. Du verdienst eine Menge Geld auf die leichteste Weise, sagte er. Was musste sie tun? Es war wirklich sehr leicht. Es verlangte nur eine gewisse Geschicklichkeit. Und Annie war besonders gut. Sie musste nur warten, bis ein ganz bestimmter Mann das Haus verließ. Das war alles ausgekundschaftet. Wer der Mann war, seine finanziellen Verhältnisse, wann er das Haus verließ und seinen Wagen bestieg. Was Annie zu tun hatte, war wirklich ganz einfach. Muss dir was passiert? Tut mir leid. Ich bin schuld. Ich ganz allein. Aha, das ist ja auch meine Schuld. Es ist mein Fehler. Lassen Sie nur. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sehen Sie, nicht mal blaue Flecken haben. Ja, aber ich bringe Sie natürlich sofort zum Arzt. Nicht nötig. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn Sie mich vielleicht nach Hause bringen würden. Ja, aber selbstverständlich. Vorsicht. Und wo ließ sie sich hinbringen? Zu Dr. Schöne. Malenke hat ihn dazu gebracht, sein Haus zur Verfügung zu stellen. Moment. Es wirkt so vertrauenerweckend. Darf ich? Ach, danke. Sehr freundlich von Ihnen. Aber ich bitte Sie. Darf ich Sie zu einem Tee oder Trink einladen?
Ja, gerne. Was passiert in dem Haus? Das fragen Sie noch? Sie denn verführt, ist doch klar. Was ist daran klar? Wo ist denn der Witz? Er wurde dabei fotografiert. Ich blöder Hund. Und dann erpresst? Ja. Es waren alles Leute, die Geld hatten und die alle darauf hereinfielen. Und Dr. Schöne hat mitgemacht? Mhm. Und seine Verflossene auch. Verflossene? Die Frau Kissler, seine Sekretärin. Mit der war er doch verheiratet. Vor ein paar Jahren haben sie sich scheiden lassen, weil der Ofen aus war, aber irgendwie sind sie dann doch nicht voneinander losgekommen. Zu Anni hat er mal gesagt, Malenke hat mich da reingezogen. Ja, und Malenke soll zu ihm gesagt haben, sie, Doktor, mache ich auch noch zum Verbrecher. Und bevor mir was passiert, lege ich sie um. Warum musste sie sterben? Na, weil sie mehr Geld wollte. Sie sagte, die anderen kassieren und ich bin die doofe Nuss. Benese. Naja, und dann ist sie zu Schöne gegangen und hat gesagt, entweder Malenke teilt mit mir oder ich lasse ihn hochgehen. Kanzlei, Dr. Schöne? Hier ist Derek. Bitte, ich möchte Dr. Schöne sprechen. Das wird leider heute nicht mehr möglich sein. Er ist in die Stadt. Später wollte er sich noch mit einem Klienten treffen. Mit wem will er sich treffen? Und wo? Na, ich verstehe nicht. Ich kann Ihnen doch nicht einfach am Telefon sagen, mit wem und wo er... Hören Sie zu, wenn dieser Klient zufällig Malenke heißen sollte, dann ist Dr. Schöne oder Ihr ehemaliger Mann, ganz wie Sie wollen, in Lebensgefahr. Also wo? Abschied nehmen, Doktorchen. Was? Sie kann's ja nicht. Darf ich bitten? Verrückt! Sie haben ja wenigstens davon, wenn Sie mal Lenker erschießen.